Ja, also hallo erstmal. Wir haben uns für dieses Projekt entschieden, das heißt das wachsame Auge. Ich bin Lotta. Ich bin Gabriel. Also wie sind wir da drauf gekommen? Am Anfang, Freitagabend glaube ich, konnten wir uns in so Gruppen einteilen zum Brainstorming. Und da habe ich einfach mal so aus Interesse Health Hacks genommen. Und dann saßen wir da so und dann dachten wir uns, ja, was machen wir jetzt? Und dann haben wir überlegt, wenn Menschen nie in Kontakt mit Corona gekommen wären, wäre es auch vermutlich niemals ausgebrochen. Und dann dachten wir uns, wir bräuchten irgendwas, was mehr Sicherheit am Arbeitsplatz vielleicht im Labor bieten könnte. Unsere Lösung war dann eine drehende Platte mit einer Sensorkamera, die Bilder macht. Und wenn sie das zweite Mal rumfährt und Bilder macht, dann vergleicht sie die und markiert das so schön farbig, die Unterschiede. Zum Making-of. Wir haben das grob eingeteilt in Software und Hardware. Die Software habe ich übernommen mit Unterstützung von Joel. Und Lotta hat die Hardware gemacht mit Unterstützung von Freddy. Die Hardware lief vergleichsweise gut. Möchtest du dazu noch was Genaues sagen? Ja, also die untere Platte, die zwei Platten sind mit dem Lasercutter. Das Ganze hält durch 3D-Drucker. Und die ganze Technik hat sich dann irgendwann so ergeben. Und wir mussten auch viel kleben mit Tape und Heißkleber. Zur Software, da haben wir am Anfang ein paar Probleme gehabt. Erstmal den ersten Tag, also gestern, troubleshooten, den ganzen Tag Probleme lösen, neue verursachen und die dann lösen. Wir haben es geschafft, einen Raspberry Pi zu grillen mit der Kamera und sind dann am späten Abend auf Arduino für die Kamera umgestiegen. Dann heute haben wir dann das Programm geschrieben mit Python, durch welches die Kamera Bilder aufnimmt, immer zwei pro Petrischale bzw. Platz. Insgesamt vier haben wir davon und dann dreht sich Foto, bis es dann jeweils zwei Bilder pro Platz hat und diese zwei Bilder vergleicht es dann. Das sieht dann so aus wie da drüben, das ist ein Beispielbild, einmal mit ohne Finger, mit Finger. Dann war das hier unser quasi erstes Bild, das war ein Selfie von dem Team, das wir da dann hatten. Noch mit der Raspberry-Kamera, die hat dann noch funktioniert. Passt. Da. Okay, und das würden wir jetzt einmal präsentieren. Genau. Es dreht sich schon mal. Das ist gut. Warte. So. Ja, passt. Dann. So. Dann dreht sich das, macht ein Foto. Dreht sich weiter. Weiteres Foto. Ja, in der Hardware und Software, beides muss noch ein bisschen gearbeitet werden, würde ich denken. Dann die einzelnen Fotos. Ja, sehr schön. Ja, hier kann man es ein bisschen erkennen. Werden halt hier einzelne Fotos gemacht, dann wird Foto 1 mit 5 verglichen, falls es schon soweit ist. Ja, gut, dann sieht man hier unten. Im Terminal haben wir jetzt drei Vergleiche im Insgesamten. Einmal wahrscheinlich Bild 1 mit Bild 5, 2 mit 6 und 3 mit 7. Dann haben wir hier einmal die verschiedenen Unterschiede.
jetzt einmal bei dem Beispiel mit den Stickern hier. Hier ein paar Sticker. Und da sieht man dann, wie die Erkennungssoftware die einzelne vergleicht mit in den grünen Kästchen hier, sieht man dann die Sticker. Hier sieht man, sind sie nicht, hat sie erkannt. Und das mit der Petrischale. Hier ist das einmal markiert, was da anders ist. Hier ist es einmal schwarz-weiß und dann hier auch nochmal. Und so funktioniert das bis jetzt. Wir würden das noch ausbauen, damit das zuverlässiger funktioniert, weil wie man sieht, ist das Bild oben links nicht an der gleichen Position wie das Mitte oben, aber ja, es wird noch. Ja, dann nochmal spezielles Danke an Freddy für die Hilfe bei der Hardware. Benjamin nochmal am Ende. Johnny hat uns auch sehr geholfen, sowohl mit Hardware als auch mit Software. Und dann Joel, der mir bei der Software auch noch geholfen hat.